Zurück bei der Hitlist Germany und weiter mit Little John and the East Side Boys featuring Elephant Man und Busta Rhymes. Die Kollegen haben sich Get Low nochmal vorgenommen und nicht einen Remix, nein, drei fette Remix gebastelt. Ihr kriegt natürlich den tollsten und dazu gibt es einen Kommentar, was übrigens natürlich für alle Dry Remixe gilt. Und zwar Otto und Little John. It's possessing women's bodies and they just hear the song and start shaking their asses. Was so viel heißt wie, der Song entert den weiblichen Körper, dann passieren komische Dinge und die Mädels fangen sofort an, mit dem Popo zu wackeln. Ich merke schon, es liegt los hier und deswegen gucken wir uns schnell das Video an. Hier ist Platz 43. Get lit. Über satte 3 Grammys durften sich Outkast freuen und Hey Ya hält in Deutschland den Platz Nummer 10. Brav am Runterbrennen, Nova Space mit der angestampften Midnight Oil Nummer Beta Burning. Jetzt auf der 9. No one knows what it's like to be mistreated. Sanft wie nie, aber trotzdem drei Plätze runter. Limp Bizkit und Behind Blue Eyes auf der 8. Behind Blue Eyes. In the jungle, the mighty jungle. Härter als eine Ladung Aalschleim. Daniel Kübelböck neu auf der 7 mit The Lion Sleeps Tonight. Du hast mein Herz gebrochen. Yvonne Katterfelds Album-Release wurde auf den 1. März verschoben. Ebenfalls verschoben wird die Single Du hast mein Herz gebrochen. Und zwar von der 2 auf die 6. Aufwärts geht's diese Woche nochmal für die süße Jamilia, Superstar, auf Platz 5. Die Black Eyed Peas fallen zwar von der 3 auf die 4, das Maul halten sie deshalb aber noch lange nicht. Shut up. Leider holt sie auch diese Woche wieder keiner raus aus den Top 10. Unfassbar, aber wahr. Die Dschungelstars machen 5 Plätze gut und landen auf der 3. My Music is my Mission, sagt der knackige Kevin Little. Deutschland unterstützt ihn gern dabei und holt Turn Me On 2 rauf auf die 2. Nur noch Platz 1 in Headless Germany und das ist versprochen absolut dschungelfreie Zone. 30 Sekunden, dann ist es soweit. Platz 1 in Headless Germany und ich sag's euch, die Umf-Euphorie geht weiter. Augen auf, ist wieder Platz 1. Und am Montag, da gibt's das neue Album, Wahrheit oder Pflicht heißt es, vielversprechender Titel und es soll wohl auch mächtig knallen. In diesem Sinne, rockt fleißig weiter und zwar zu Platz 1 in Headless Germany. Hier sind Umf mit Augen auf.